treffen sich zwei kleine Kinder an der Berliner Mauer. Und ja, eins im Osten und eins im Westen. Und das Kind aus dem Westen ruft drüber: Edge, ich habe eine Banane. Ja, sagt das Kind aus dem Osten. Wir haben Sozialismus. Ja, sagt das Kind aus dem Westen. Wir haben auch bald Sozialismus. Ha, Edge, dann habt ihr auch keine Bananen mehr. Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Lotus Renault von Ayrton Senna. Ihr seht das gute Stück da schon soweit fertig. Das letzte Video war, glaube ich, bis Ausgabe 26. Das heißt, das ist schon sehr, sehr lange her, die Ausgabenbauphasen 22 bis 26. Dann gab es mal ein kleines Short bis Bauphase Ausgabe 46. Nun, anhand des Videotitels konntet ihr jetzt erkennen, das geht bis Bauphase Ausgabe 66. Ich habe bewusst davon keine einzelnen Videos gemacht. Erstens, weil diesen kleinen Tüdelkrams, es ging von der Sache her von ab Bauphase 27 bis jetzt im Grunde genommen nur um den Motor. Was heißt nur? Viele von euch finden das natürlich wahnsinnig interessant, was die Motoren angeht, jedes einzelne kleine Detail. Mir ist das aber nicht möglich. Das vielleicht fehlt mir da in dem Moment dann die Ruhe, das vernünftig zu zeigen. Das ist die Bauanleitung. Darüber haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Ist manchmal, du kannst das einfach nicht erkennen, trotz Brille. Wo kommt da nun was hin? Ich habe sogar noch mal wieder ein Teil, ist mir wieder abgegangen und da weiß ich noch gar nicht, wo das hinkommt. Aber ja, dann kommen diese ganzen Schläuche dazu, obwohl sich das hier noch in Grenzen hält. Beim Citroën C4 ist das natürlich noch eine ganz andere Hausnummer. Also wir sind jetzt bis Bauphase Ausgabe 66 gekommen. Der Motor wurde eingebaut. Die Hinterradaufhängung mit den Bremssatteln sind dran, die Scheibenbremsen sind auch schon vorhanden, die werden dann einfach nur hier raufgesteckt und später nachher mit den Rädern verbunden. Zwischendurch sind hier ein paar Leitungen befestigt worden mit, ich sage immer Strapse, mit Kabelbinder. Ne? Ich will hier keine anzüglichen Sachen jetzt hören. Ne? So, gut. Und hier sind eine Menge Details, die nachher später gar nicht mehr so zu sehen sind. Ich zeige das mal trotzdem noch mal so in die Kamera. Das sieht schon bombastisch aus, aber wie gesagt, das ist mir schier unmöglich, darüber einzelne Videos zu machen. Da gibt es sicherlich andere, die das können, die Geduld dafür aufbringen, ich nicht. Ich bin hier auch nicht unbedingt überzeugt davon, ob ich hier alles richtig gemacht habe, weil ein Teil, ja, das bammelt hier lose rum. Hier zum Beispiel, das soll hier unten rein, aber ja, wie soll das gehen? Soll ich das jetzt kaputt brechen? Ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall hat quasi die Hochzeit stattgefunden, das Getriebe wurde aus einzelnen Teilen hier dann angebaut. Das war auch von der Sache her nicht so schwierig und wenn man das vielleicht hier sehen kann, die dicken fetten Federn, also ich denke mal, das ist schon relativ originalgetreu, wie das seinerzeit in so einem Formel 1 Auto ausgesehen hat. Ja, von der Sache her, ich freue mich, wenn es da weitergeht, weil die nächsten Ausgaben, also die nächste Ausgabe kann ich schon mit Bestimmtheit sagen, wird dieses Bauteil geliefert und das Ganze dann hier auf der rechten Seite angebracht. Ich hoffe, dass wir dann nachher irgendwann mit der Räder weitermachen. So, noch auf einen Kommentar einzugehen. Vielleicht ist das alles immer schon so lange her. Hier haben wir das rechte Vorderrad mit dem Profil, so wie das aussieht. Und hier das linke Vorderrad. So, und eins
soll verkehrt sein. Da könnt ihr mir gerne nochmal schreiben. Ich bin mir, wie gesagt, da nicht richtig sicher. Falls eins falsch sein sollte, muss ich nochmal gucken, wie ich das abbekomme, um das Ganze dann nochmal zu korrigieren. Ja, wir haben ja noch eine Platine hier im Petto. Ja, also hier muss ja, mit dem Batteriefach und so, also es wird ja noch was passieren müssen, aber bis dato noch nicht. Hier haben wir die Ausgaben 47 bis 66 und wie gesagt, alles ging nur um den Motor, Getriebe und so weiter und so fort. Der Motor, das Einbauen war jetzt auch nicht schwierig. Es sollten ein paar Schläuche abgemacht werden, aber ich habe das irgendwie so alles hinbekommen. Und hier noch Schläuche, die hier in der Mitte. Die sollen hier irgendwo angebracht werden, aber ich weiß nicht wo und wie. Also das sind dann so die Kleinigkeiten, die einem dann stören beim Bau, aber die dem Endergebnis keinen Abbruch tun. Und ja, dann wurde ich gefragt, warum habe ich noch keine Decals drauf? Ihr wisst, ne, die Decals zum Beispiel, also erstmal gibt es noch die ersten Auspuffrohre. Die sind ganz schön klein, ne? Aber ja, das werden wir dann sehen. Die sind erstmal nur noch dabei. Die wurden, das wurde noch nicht beschrieben, dass das angebaut werden soll. Zu den Werbedeckels, die werde ich natürlich erst zum Schluss anbringen. Weil vorher ist das so eine Sache, nicht, dass ich da mir nachher noch was kaputt mache. Die Frage ist aber, zum Beispiel wird ja Tabakwerbung dann gemacht. Vielleicht kennt sich davon einer aus. Ich bin der Meinung, dass Tabakwerbung im öffentlichen Raum quasi verboten ist in Europa. Jetzt ist natürlich die Frage, ich bin ja hier auch im öffentlichen Raum, was YouTube angeht, für jeden erreichbar, das zu schauen und so weiter und so fort, auch wenn das nicht für Kinder geeignet ist, also ist schon für Kinder geeignet, aber nicht freigegeben. Ist die Frage, dürfte ich das jetzt hier zeigen? Ich bin mir da nämlich nicht ganz so sicher, weil jetzt Tabakwerbung zu machen hier auf meinem Kanal, davon bin ich natürlich weit weg. Ich bin froh, dass ich das Schmöken seit 2006 ab da sein gelassen habe. Da bin ich echt froh drüber. Und ja, also ich könnte da mitreden, da könnten wir fachsimpeln drüber quasi. Ne? Nein, das wollen wir aber nicht. Die Frage ist, inwieweit darf man das und so weiter und so fort. Einige werden sicherlich not amused sein, dass ich hier nicht die einzelnen Bauberichte gezeigt habe, die einzelnen Bauschritte. Aber wie gesagt, das Gleiche wird uns blühen beim Citroën C2. Citroën C4. Da habe ich so viele Ausgaben parat. Und ja, ich werde damit demnächst weitermachen. Gab es auch schon eine Lieferung wieder von Micha von daspartwerkhaus.com mit den Karosserierahmen. Ne? So ein großes Teil. Da brauchte Micha wieder eine Menge Kartons, um das zu versenden. Ich werde das so halten, wenn dann so Sachen kommen, die dann nachher mit der Karosserie zusammenhängen und mit die Räder rankommen und so. Das sind so größere gravierende Änderungen, obwohl auch der Motor einbauen ja eine große gravierende Veränderung ist. Aber ja, wie gesagt, ich habe das eben in dem Sinne dann alles hinter der Kamera gemacht. Ich sage jetzt hier nicht, ich schwindel jetzt hier nicht, meine Kamera hat nicht aufgenommen. Das werde ich nicht tun. Trotzdem ist es ein schönes Stück. Und wir sind jetzt bis Bauphase 66. Eins wollte ich natürlich noch zeigen. Erstmal gab es natürlich auch Post. Ich habe das auch in der Facebook-Gruppe gesehen, dass jemand gesagt hat, ich habe das Modell nur abonniert wegen der Mütze. Also ich bin gespannt, wie das Basecap aussehen wird. Die Mütze, ich glaube nicht, dass das höhere Qualität sein wird. Aber welche Abo-Geschenke ich richtig Weltklasse finde, ist sowas hier. Der war diesmal dabei bei einer, bei der vorletzten oder vorvorletzten Lieferung. Bei welcher weiß ich jetzt nicht, aber ist ja egal. Das, also das finde ich,
kann man das sogar ein bisschen auspacken. Nee, das ist hier noch zugeklebt. Aber so können wir ja auch mal reinschauen. Und das finde ich natürlich Weltklasse, sowas. Ne? Und ich glaube auch, dass wir hier später auf dem Kanal solche Modelle, ich habe ja noch ein paar mehr davon, von solchen kleinen Modellen, dass wir damit mal was Gutes tun können. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, könnt ihr ja gerne mal schreiben. Vielleicht werde ich sie auf der Messe veräußern oder eben auch hier auf dem Kanal. Und ich habe da einen guten Zweck im Hinterkopf. Ne? Ihr wisst, die Seenotretter. Auch die haben jetzt natürlich nichts mit Formel 1 zu tun. Es sei denn, sie würden in Monaco in Bach fahren. Ne? Da bräuchte man auch eine schnelle Seenotrettung. Ne? In Bach meine ich in das Hafenbecken. Ja, liebe Leute, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Nur Gesappel, nur Gequatsche. Bauphase 66, eine Vorschau gibt es natürlich nicht, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass dann, wir können ja mal gucken, wie das hier heißt, die Bauteile, dass wir das nachher, Left Exhaust Pipe, also es geht um das linke Auspuffrohr, denke ich mal, so heißt das übersetzt, ne? Das ist, hatten wir schon, also kommt das dann nächsten Mal beim rechten, also ich denke mal knapp 4 Wochen. Dann geht es weiter mit den Bauphasen 67, 68, 69, 70, 71, ich glaube 5 waren immer dabei. Wir werden das Auto bis Oktober nicht fertig bekommen. Schade, leider. Ich hätte es gerne in Ried gezeigt, vielleicht nehme ich es trotzdem mit. Aber das werden wir dann sehen, wie viel Platz ich dann in meinem Auto haben werde. Dann. Ja, liebe Leute, außer Spesen nichts gewesen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein kleines bisschen Spaß. Gerne die Fragen in den Kommentaren beantworten, was ihr davon haltet. Und ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiter neugierig. Schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal weiter in.